Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe gestern so ein bisschen nach Weg QR-Codes gesucht. Und ich habe jetzt hier einfach mal so einen kleinen Steinweg gemacht. Ob er am Ende so bleiben wird, weiß ich nicht. Dann habe ich hier noch so versucht, Klee zu machen. Ja, genau, das habe ich versucht. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz hübsch. Ist jetzt noch nicht ganz so hübsch, wie ich es mir vorstelle, aber irgendwann wird das dann passen, ne? Würde ich sagen. Außerdem haben wir heute einen Bewohner. Also einen Campingbewohner. Ich bin gespannt, wer drin ist. Okay, ich rate mal einfach. Ich glaube, es ist ein Affe. Ich will nur keinen Affe haben. Was ist es? Was ist es? Es ist ein Teddy. Oh, ein Bär. Du bist einer der Einheimischen, oder? Ich hoffe, ich störe nicht, Liebelein. Wenn mich auf meiner eigenen Insel eines aufregt, dann dieses vermaledeite Camperpack. Michael Wendler, sind Sie's? Hella, du Tröte, wie wär's mit einem kleinen Spielchen? Gewinnst du, dann kriegst du mein Rugby-Outfit. Sind wir im Geschäft, Liebelein? Ja, von mir aus. Großartig. Bevor wir anfangen, bekommst du aber erstmal noch die Regeln erklärt, lieber Kleider. Das klingt vernünftig. Also, ich habe 4 Karten. Jede entweder rot oder schwarz. Dann ziehe ich eine Karte davon und du rätst, ob sie rot oder schwarz ist. Falls du richtig liegen solltest, gibt es von mir als Preis das Rugby-Outfit. Das wäre es auch schon. Ich werde jetzt einfach die Karte mischen und schon steppt hier der Elch. Ich wette ja, du hast keinen Schimmer. Frag dich aber trotzdem, rot oder schwarz? Ich glaube rot, weil er so, ich meine natürlich schwarz, weil er so böse ist irgendwie. Ja! Ha! Ich hab gewochen. Hier, Rugby-Outfit. Ja, Dankeschön, danke. Das war ja leicht. Bin ja bekannt dafür, auch mal verlieren zu können. Trotzdem war heute eine Ausnahme, Liebelein. Okay. Kommst du jetzt auf meine Insel? Ja, komm auf meine Insel, bitte. Sehr, 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 sehr interessant. Ja, das habe ich ja draußen. Ein Lagerfeuer. Genau vor deinem Campingplatz. Also auf meiner eigenen Insel. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich hier mehr zu Hause als auf meiner eigenen Insel. Und die Nulpen, die hier wohnen. Ich wünsche mir fast, ich wäre selbst so eine Nulpe, Liebelein. Bist willkommen. Pah! Hätte nicht gedacht, heute noch eine lebenswichtige Entscheidung zu treffen. Lass mal überlegen. Umziehen hat noch keinem geschadet. Aber, ha, ich weiß was. Lass uns ein Spielchen spielen. Du gewinnst, ich zieh um. Na, wie wär's, Liebelein? Ich verliere nie. Das sagen sie alle. Aber mein altes Kartenspiel hat seine eigenen Regeln. Ich zieh Karte und du rätst. So, Karte steht fest. Muss bloß. Oh nein. Oh mein Gott. Dann nehme ich jetzt Herz. Peak. Das heißt, ich werde erstmal hier nicht hinziehen. Irgendwie bin ich jetzt schon etwas enttäuscht, aber das ist bei mir ja der Normalzustand. Kann ich das nochmal probieren? Ich probiere es. Glaskerzen. Oh, Glaskerzen. Alter, klingt cool. Ja. Nee. Ja, das klingt vernünftig. Aber ich kenne die Regeln eigentlich schon. So. Ja. Ich nehme jetzt Karo. Rot. Ja, Karo, guck mal. Und als nächstes kommt Herz. Weil dann hätten wir alles. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück, Leute. Komm, bitte. Ja, ich weiß, dass du deine Ruhe haben willst. Aber ich möchte dich jetzt eigentlich ganz gerne dabei haben, falls es noch geht. Bitte. Komm. Okay, den Spruch hatten wir schon. Dann kommt jetzt wahrscheinlich der richtige, ne? Nee, danach. Danach. Ja. Popcorn ist mega cool, aber Mais finde ich tatsächlich auch ganz lecker. Ja. Ja, eine tolle Idee.
bin ja immer dafür zu haben, eine neue Nachbarschaft unsicher zu machen. Aber nicht einfach so, weil du es bist, biete ich dir das Spielchen an. Oh, oh. Klingt doch supi. Nimm jetzt wirklich Herz? Ja, ne? Komm, wir nehmen Herz. Karo. Oh, Leute. Leute, wir kriegen ihn heute noch. Ich sag's euch. Ich werde jetzt einfach hier nur noch A spammen, ja? Ich habe gestern außerdem wieder mit Star Wars Clonus angefangen. Es tut mir leid. ja, ich bin jetzt bei der zweiten Staffel angekommen. Schaue aber nur die Folgen mit Ahsoka an, tatsächlich, ja. Und dann habe ich auch mit Gossip Girl angefangen. Und da habe ich direkt schon nach den ersten zwei Folgen die Vermutung, wer Gossip Girl ist. Nämlich ein Mann. Aber das erfährt man wohl erst ganz am Ende. Also das dauert dann wahrscheinlich noch. Sonst... Was habe ich jetzt... Ach ja, heute kommen wieder neue Interessenten für die Wohnung. Deswegen musste ich jetzt doch leider morgens früh aufnehmen. Ist ein bisschen blöd, ich weiß. Aber, Mann, da kann ich nichts machen. Gestern Abend hat es außer den Animal Crossing wieder geregnet. Fand ich sehr, sehr schön. Wir bräuchten ja auch mal langsam den Regenfisch, ne? Ich glaube, es gab im April Regenfisch, ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ich glaube, dafür war ich zu faul diese Woche. Oder generell die Woche. Ja. Ach, Mann, ey. Ganz Zeit A zu drücken ist schon nervig, ey. Mir kommt schon vor, als ob wir hier 20 Minuten aufnehmen, aber es sind gerade mal 7 Minuten. Das geht ja dann noch. Och man, komm, Michael Wendler. Ich möchte einen Star wie dich auf meiner Insel haben. Ja, genau. Ich gehe dir jetzt auch auf den Wecker, bis du ja sagst. Und ich weiß nicht, was ich jetzt nehmen soll. Soll ich jetzt die ganze Zeit Herz nehmen? Bist willkommen. Lass mal überlegen. Lass uns ein Spielchen spielen. Ich verliere nie. Okay. Leute. Was nehmen wir? Nehmen wir Herz wieder oder was nehmen wir? Ach Gott. Ich nehme Herz. Ich bleib bei Herz jetzt erstmal. Ach, schon wieder Karo. Ich nehme gleich Karo, Leute. Bei Karo weiß ich, dass er es dann auch nimmt. Also nehmen kann, ne? Ach, jetzt muss ich nochmal 10.000 Jahre hier. Okay, ja. Mach mal hier hin, ey. Ich habe außerdem wieder neue Leaks. Zu Animal Crossing. Dass bald dieses Schlummerland wiederkommen soll aus New Leaf. Da kann man dann andere Inseln besuchen, die man sich vorher downloaden kann. Finde ich ganz cool. Ja. Kann man dann Umfug anstellen und es wird halt nicht gespeichert. Ich weiß gar nicht mehr, ob man da Sachen mitnehmen konnte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber war immer ganz cool. Ja. Sonst wechsle ich bald wahrscheinlich zu Telekom. Da wo ich hinziehe, hat Unity Media, also beziehungsweise Vodafone die schlechtere Leitung. Leider. Sonst wäre ich auch dort geblieben. Aber da kann man ja nichts machen, ne? Da habe ich nämlich 500k Leitung, das ist mega geil. Bei Unity, bei Vodafone hätte ich halt nur 150. Ja. Genau. So, dann machen wir hin, hallo. Ich nehme auch diesmal kein Herz, versprochen, Michael, ja? Michael Wendler. Vielleicht kann ich guck mal per Google, was man vielleicht über ihn hier herausfinden kann. Aber erst muss ich hier mal eben DHL aktualisieren, damit ich weiß, wann ich mich anziehen muss. genau. So. Da. Achso, das war Google Mail. Das war gar nicht Internet. So. Animal. Ach.
Ja? Okay, doch nicht. Er wollte noch nicht. Ja, du hast am Lagerfeuer gegessen. Sehr, sehr schön. Crossing. Michael. Michael Jackson steht hier nur. Ah, da habe ich ihn ja schon. Oh, hier trägt er aber ein anderes Outfit. Also, er hat am 26. Dezember Geburtstag, ist ein Miesepeter, also wie ich. Oh, warte. Geht los. Vielleicht haben wir Glück. Wie? Tut mir leid. Oh, jetzt müssen sie nochmal anlabern, oder was? Ja, 29. Geburtstag. Geschlecht männlich, Fotospruch, Unzufriedenheit muss man sich hart erarbeiten. Alles klar. New Leaf, das Öko-Shirt. Ja, trägt er jetzt hier nicht mehr. Oh, es geht wieder los. Bist willkommen. Dann bleibe ich auch lieber in der alten Heimat verwurzelt. Einen alten Baum verpflanzt man nicht und so. Was? Mann, hallo. Ich glaube, der will nicht mehr. Oh, Mann. Oh, cool. Hier stehen sogar die Freundschaftsbelohnungen. What? Das ist ja interessant. Ja. Meinst du, dass das... Er war mein Gute-Nacht-Ravioli-Schild. Du sollst herziehen. Gar kein... Mein Hinterteil hier niederzulassen, musst du dir aber trotzdem absagen. Okay, einmal versuchen wir es noch. Wenn er nicht mehr will, dann haben wir leider verkackt. Schade. Ist wirklich schade, ey. Mann. Was soll das denn? Oh, sein geheimes Talent ist Rätsel lösen und er ist sein Traumjob ist Lehrer. Sehr interessant. Und er ist der mittlere von drei Geschwistern. Okay. Das klingt interessant tatsächlich. Naja. Okay. Er möchte, glaube ich, nicht. Komm. Okay, jetzt wissen wir das für die Zukunft. Man muss hart neckig bleiben. Und keine Chance. Angeblich habt ihr nicht genug Platz für neue Hütten, Liebelei. Ich ziehe bestimmt nicht wieder an den Strand. Ständig hat man den ganzen Strand. Oh, aber wenn sich jemand von hier verkrümmeln würde, dann könnte ich ja, weißt du? Ja, ich wüsste da was. Sag bloß. Das ist aber nicht zufällig, dieser Edel von dem Server. Nein. Nein, lieber nicht. Och Mann, wieso Edde? Wieso musst du dir Edde aussuchen? Du Dings, Edde ist noch neu. Du hättest dir Pamela aussuchen sollen. Ah, Zeitverschwendung. Jetzt habe ich hier wegen der 13 Minuten verschwendet. Kack. Mann, Michael, du enttäuscht mich. Mann, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ich will doch nicht, dass Edde ist noch neu. Wieso will man das Edel auszieht? So, schnappen wir uns mal eben hier. Ich bin jetzt richtig angepisst von dem Typen da. Ja, Katrin, Holzabfalleimer, dankeschön. Den habe ich, da stecke ich Michael gleich rein, ja. Egal. Dann kann er da egal singen. Richtig. So, wie sieht das denn aus? Oh, sieht das schön aus. Schade, Michael. Ich hätte dich echt gerne gehabt. Aber kann man nichts machen, wenn man so abgehoben ist und den Besten, den Coolsten hier rausschmeißen will. Edde. Mann. Wie kommt man nur auf so eine Idee, ey? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. So. Rainer ist heute leider auch nicht da. Gucken wir gleich mal auf den Marktplatz. Kann man das Marktplatz nennen? Ich weiß es nicht.
Und ich frage mich, wann das Insektenturnier stattfinden wird. Ich glaube, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur jeden Monat ein Turnier stattfindet. Weil jetzt ist ja ein. Jetzt, wir haben ja schon einen Monat, ist ja schon vergangen. Und es kam irgendwie kein Insektenturnier, nur das Fischerturnier, da, Angelturnier. Ich habe das da oben gesehen, das hole ich mir mal eben, bevor ich das nachher vergesse. Das Fossilchen. Da. So, hier kann ich auch laufen, weil Unkraut ist Unkraut. Es ist auf jeden Fall echt eine Verbesserung, dass es hier keine Fallen mehr gibt. Weil die haben einen wirklich nur aufgeregt und genervt. Ist das jetzt eine Falle? Wow, jetzt habe ich die ausgebuddelt. Toll, jetzt kann ich sie wieder einbuddeln und dann kann ich da reinlaufen, damit die mein Inventar nicht verschwendet. Das war mein Gedanke immer. Ja. Sind wir. Ach nee, wir sind doch hier im Frühling. Ich wollte schon fragen, ob wir hier langsam im Sommer sind. Aber nee. Nee, sind wir noch nicht. Aber bald. Bald, bald, bald. Mann, Michael, ja? Du hast mich echt ein bisschen enttäuscht. Wie damals bei. Im Dschungelcamp. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. So. Gehen wir jetzt mal zu. Sch Ach ne, wir gehen erstmal hier gucken, ob hier wer ist. Oh. Dann haben wir noch den Talerbaum. Perfekt. Oh, und daneben ist direkt noch eins. Oh, habe ich daneben gegraben? Ja. So, super. Zwei Stück. Und gib mir das Geld. 10.000, okay, alles klar. Oh, hier ist was Neues. Die Mai-Feierreihe steht bevor. Anfang Mai findet die Mai-Feierreihe statt. Und wir verschenken ein besonderes Reiseticket. Weitere Infos dazu gibt es vom 1. Mai bis zum 7. Mai im Service Center. Seid gegrüßt. Wie es der Zufall so will, hat am 6. Mai Frank Geburtstag, auf das die Festlichkeiten in die Annalen dieses Eilands eingehen mögen. Oh, ich mag Frank nicht, da gehen wir nicht hin. Oh, Schubert ist da. Hallo, Schubert. Schönen guten Tag, der Herr. Blick auf meine Ware gefällig? Lasse Zeit, ich hab's nicht eilig. Powerstiefel sind sehr cool. Ich überlege gerade. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwas kaufen, damit er auch irgendwann zu uns hinkommt. Ich kaufe mal den Wanderrucksack. Gekauft. So. Dann überlege ich mir so eine Brieftasche, also so eine Tragetasche zu kaufen. Die finde ich eigentlich ganz cool. Oh, der Rucksack da sieht ein bisschen aus wie mein Schulrucksack. Der war aber schwarz. Und der ist auch ziemlich kaputt, aber ich habe ihn immer noch genommen. Weil, ne, wofür sollte ich mir jetzt für 2 Jahre einen neuen Rucksack kaufen? Aber mittlerweile hätte ich schon ganz gerne noch einen coolen Rucksack. Ich habe auch einen gesehen, aber der kostet 89 Euro. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben möchte. So, dann gucken wir hier mal ein paar Powerstiefel. Powerstiefel sind immer cool. Danke. Und ja, ich glaube, das war's tatsächlich. Nee, das war's. Viermal Dank. Super. Haben wir hier geschafft? Ah, ja, hier. Ja, hier. Schmücke dich mit Blumen. Okay, ich gehe ja gleich eh verkaufen. Eins, zwei. So, das sind schon mal drei Farben. Vier. Und. Fünf. So, das machen wir mal eben hier. Tragen. 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 Und tragen. So, habe ich gemacht. Super. Hat geklappt. Dankeschön. Alles klar. So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob hier jemand zu Hause ist. Schade, ich hätte Michael echt gerne in meiner Stadt gehabt, aber nicht für Edde. Nicht für Edde. Oh, er hat was für uns. Och nee, jetzt habe ich mit ihm geredet. Ich dachte, oh nein.
Er wäre bestimmt sicherlich bald ausgezogen. Okay, ich merke mir, wenn ich jemanden aus der Stadt haben will, dann auch nicht anreden, wenn er da irgendwas daherstellt. Oh, jetzt kriegen wir schon wieder eine Leitung, die ich gleich nur verkaufe. Sorry. Tschüss. Animal Crossing soll auch wirklich circa 3 Jahre mit Events ausgestattet werden. Mit neuen Updates und sowas. Dass es auch wirklich immer was Neues gibt. Das finde ich persönlich ganz schön cool. Denn das freut wahrscheinlich auch jeden Spieler. So, wir haben 9 Uhr. Wir können mal eben hier zu Schlepp und Nepp gehen und Sachen verkaufen und kaufen. Und meine Hand schläft gerade ein. Heute sind wir schon wieder bei 20 Minuten, ne? 13 Minuten bei Michael und dann sowas hier. Hallo, ich will was verkaufen. Rübenpreise. Och, Alter, ich fühle mich echt verarscht mit den Rübenpreisen, ne? Ich habe irgendwie nie Glück. Nie. So, weg mit euch. Die behalte ich auf jeden Fall mal. So. Haben wir keine Riesenmuschel dabei gehabt? Das ist ja was. Das Rugby-Outfit ist auch nicht so der Hit. Bitteschön. 5000, ja, immerhin. Was soll das denn da sein? Milch oder was? Was steht da drauf? Pamidea? Weiß ich nicht. Ah, oh, eine Fischangel. Die ist cool. Die kaufe ich mir auf jeden Fall. Die sieht echt cool aus. Ich finde es echt cool, dass es sowas hier gibt, ne? Echt cool. Oh, der Buntpuzzlebohnen. Ne, den brauche ich eigentlich auch. Ich nehme die mal mit. Kann sein, dass ich die schon habe, aber die sieht mal interessanter aus als der Rest. So, lass mich mal durch hier. Ein Basketballkorb. Ich raste aus. 11.000 Jahre, komm, nehme ich mal. Ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Das könnte dann für mein Badezimmer irgendwann sein. Und das hier für mein Restaurant, was ich irgendwann mal kaufen werde. Nehme ich. Super. Super, cool. Waren 2 gute Sachen und Basketball, ja, war in Ordnung. Vielleicht macht man ein Basketballfeld irgendwo hin. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ja. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier runter. Zu jemand. So, mit ihr sprechen wir auch nochmal. Mhm. Ja, möchte ich. Okay. Sieht. Oh Gott. Ach, eine Komikerhose ist das. Ich dachte, so eine Art Disco-Hose. Schlafanzug oder was tatsächlich? Ich finde also Karo-Hemden echt cool, aber ich kaufe mir lieber das. Ah, cool, es gibt solche Hüte. Oh, die sind aber klein. Klein, klein, klein. Na, sonst? Oh, die Schuhe sehen eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Ich kaufe die mal so. Und dann zur Kasse gehen. Nein, nicht tragen. Dankeschön. Super, dann tschüss. Bin mal gespannt, ob sich Tina und Sina auch noch erweitern können. Vielleicht holen sie irgendwann den Schuhtypen da rein. Oder Mina, das könnte auch cool sein. Ja, morgens ist die ganze Welt Wunderbärchen. Ich bin heute voll dabei. Voll am Spielen, voll am Futtern und natürlich voll altes Haus. Alles klar. Guten Morgen, wie schön, dass du so früh am Tag schon bester Dinge bist, Träum. Bei so einem gesegneten Wetter spazieren zu gehen, fühlt sich einfach großartig an, Träum. Kann ich dir etwas behilflich sein, Träum?
Die Büsche, die Gerd verkauft, sind übrigens stilsicher. Ja, Gerd kam irgendwie nicht mehr. Der ist spurlos verschwunden, Misusa. Misusa. Spaziergang, ja, ich will plaudern. Ja, hab ich auch. Mann, ey, ihr seid alle Stalker, wisst ihr das eigentlich? Ich vergrab was und ihr dürft es dann suchen, Leute. Das ist doch auch was, oder? Nee? Okay. Dann nicht. So, da ist niemand zu Hause. Hier ist niemand zu Hause. Nee, ist er nicht. Bist du denn zu Hause? Oh, du bist zu Hause. Bitte nicht ausziehen. Oh, Emily, hi. Oh, lieb, dass du mal vorbeischaust. Bleib ruhig, solange du möchtest. Was? Achso, bleib ruhig. Du sollst gestern äußerst fleißig Fossilien ausgegraben haben, Moritz. Sind die schon alle analysiert? Das wäre doch fantastisch, wenn ein seltenes Fossil darunter wäre. Alter, diese Musik. Ja, echt hübsch. Vor allem das Klavier ist hübsch. Oh, ich kann damit spielen, super. Ich hätte gerne das Klavier, Emily, Mann. Wenn du bei der Musik einschlafen kannst, ne, dann Halleluja. Halleluja, Halleluja. Misusa war ja eh nicht da. Dann können wir aber mal zum... Ach, Mischka. Stimmt, Mischka wohnt ja hier. Wahnsinn, du bist das Hey, du siehst heute echt klasse aus. Ich kann schon voll gut posieren. Hatscha! Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Was geht? Sollen wir gemeinsam vom Spiel ein paar Popstar-Posen einstudieren? Gibst du, du hast gestern was verbuddelt, Moritz. Angeblich war eine Sternis. Ha, Volltreffer steht dir ins Gesicht geschrieben. Man soll sogar schon was wachsen sehen, voll krass. Tihihi, cool, dass du heute in Plauderlaune bist. Sag mal, Moritz. Weißt du, was Chihiro gefällt, wenn es im Fernsehen... Ja, absolut. Chihiros Reise in Zauberland kann ich dir empfehlen. Kann ich dir denn was schenken? Ich überlege gerade. Vielleicht schenke ich dir einen Rucksack. Ja, ich glaube, so ein Rucksack würde dir stehen. Bitteschön. Ich kann es echt geben. Hier, Kunstlederumhängetasche. Ich glaube, die steht hier sehr gut. Was? Das ist eine Kunstlederumhängetasche. Hast du mir das geschenkt, weil du dachtest, mir steht das total gut? Voll süß von dir. Das ist echt voll lieb von dir gemeint. Puh, danke. Wie drückt man seine Dankbarkeit am besten? Oh, Geschirrset. Geschirrset. Wow. Ich bekomme irgendwie immer Müll von denen. Und die trägt das gar nicht. Ist er hier wieder. Verarsche pur. So, her mit dem Fossil. Danke. Wir gucken mal eben hier, ob hier noch ein Fossil ist. Und sonst gehen wir gleich zu Eugen. Wie viele Tage hat der April? 30, okay. Also in 2 Tagen gucken wir uns das Fossil nur einmal an, wie weit wir damit sind. Okay, ist tatsächlich nichts. Okay, dann gehe ich wieder. Oh, schön durch die Blumen. So macht man es richtig. Und leider. Oh, heute Abend um 21 Uhr werde ich außerdem, Ninja Nolo oder so spielen. Warte, ich kann es euch mal zeigen. Ninjala. Das ist so ein Event. Also das ist, ich weiß nicht. Es sieht so ein bisschen aus wie Splatoon. Nur ohne Spritzen. Also ohne Farbe. Und das läuft heute von 21 Uhr bis 22. Nee, bis 22 Uhr kann man das heute spielen. Umsonst. Und dann gibt es morgen noch mal paar Uhrzeiten, wo man das spielen kann. Sonst nicht. Ja, da werde ich heute Abend auf jeden Fall mal reinschauen. Und bin gespannt, wie es ist. So, Fossilien analysieren.
Ich habe 4 Stück gefunden. Eins fehlt noch, aber ist ja nicht schlimm. Ich gehe gleich nochmal zu Michael. Vielleicht kommt er doch nochmal und hat dann einen anderen Namen im Kopf. Das wäre cool, oder? Du hattest nichts, ne? Oh doch, ich hab was, lol. Selbe Zahlen, Hinterteil, bitteschön. Hat man Worte, das ist. Ein Säbelzahnhinterteil. Welche Wonne, sie verwöhnen mich. Ein Säbelzahnhinterteil in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas pickendes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen, nun denn. Hustehust, Hauptakteur in meiner schlimmsten Albträume, der Säbelzahntiger. Erkennbar ist er selbstverständlich an seinen messerscharfen, bis zu 20 cm langen Fangzähnen. Verzeihung, das ist gerade äußerst unprofessionell von mir. Komm schon, euren Schnabel steif halten. Zwar wurde seit über 10.000 Jahren keiner mehr gesichtet, doch wir müssen immer wachsam bleiben. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidene Ausführung, ja, die haben mir nicht so viel gebracht. Aber Dankeschön. Dankeschön. Was war eigentlich damals mit der Urzeit, ja? Als die Dinos da ausgelöscht worden sind. Es soll ja eigentlich ein Komet, also ein Meteor gewesen sein. Aber da müsste auch irgendwo doch so ein Loch sein. Und da hat jemand ein Buch verloren. Ich würde sagen, das bringen wir gleich mal jemanden. Oh, daneben. Getroffen. Perfekt. Perfekt. Irgendwo muss ja dann ein Einschlagloch sein, oder? Das Loch ist vielleicht im Ozean. Kann das vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vergraben. Oh nein. Ach gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Nicht vergraben. Wir holen jetzt lieber hier die 20.000 Sternis raus. So, bitteschön. Und die vergraben wir jetzt. Haben wir nochmal Glück gehabt. So, ich hole mal das Buch hier. Eine Fundsache, wer die wohl verloren hat. Ich muss mich umhören. Da Mischka oft zum Museum geht, glaube ich, dass es Mischka ist. Die geht nämlich echt gerne hier ins Museum rein. Und da sitzt sie brav. Gucken wir mal. So, erstmal mit Dreck. Hallöchen, Moritz. Hui, Moment, ich sitze da noch. Du wolltest mit mir plaudern? Gehört das dir? Weiß ich gar nicht. Zeig mal her, Pr. Tut mir leid, Moritz, aber was du da hast, gehört mir nicht, leider. Pr. Aber ich glaube, ich habe Luca schon mal mit sowas gesehen. Frag ihn doch mal. Okay, danke schön, Mischka. Lässt du mich hier noch durch? Nee. Oh, nee. Doch. Sie lässt mich durch. Oh, danke, Mischka. Als wenn du mich gehört hättest. Was? Ach, alter Junge. So, danke. Ah, guck mal, Lukas ist sogar zu Hause. Hallo, oh nein. Sag mir nicht, das ist jetzt wieder sowas wie mit dem anderen da. Bringt das Lukas von mir? Oh, der will's aber nicht haben. Was mache ich denn? Ach, hallo, Lukas. Willkommen. Ja, ist das deins? Guck mal. Warte, das ist doch mein Notizbuch. Das bedeutet wohl, ich habe es irgendwo verloren. Du bist der Beste, daher habe ich auch die beste Belohnung besorgt. Eine erstklassige Lukas-Belohnung. Was ist das denn? Arbeitsschürze. Ja, wow, danke schön. Danke schön, dass ich dir so viel wert bin. Ja, da nehme ich mal direkt meinen Zauberumhang wieder raus. Gut, dann gehen wir jetzt noch zu, Hayupai. Zum. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Michael Wendler. Besuchen den mal kurz. Und hoffen, dass er sich einen anderen Namen aussucht. Das wäre nämlich sehr, sehr schön. Ach, ich muss ja hier oben ist. Oh, war da ein Geldbaum? Ach nee, da war. Das ist mein Anfangsgeldbaum. Stimmt. Stimmt. Ich dachte gerade, ich gehe komplett falsch, aber ich gehe doch richtig. So.
Natürlich muss ich ja auch noch ein Foto machen, ne? Weil der ist echt böse. Böse ist er. Warte, ich brauche hier irgendwas anderes. X wegmachen und dann kann man da draufklicken, ne? Aber was haben wir denn hier? Traurigkeit, Leid, Niesen, Winken, Ablehnung, Zufriedenheit, Freude, bla bla bla, ne? Begeisterung, ne? Okay, dann muss ich wohl hier das hier nehmen. Perfekt. Ja. Der guckt mich so an. Ja, egal. So, dann gehen wir nochmal hier. Ja, cool. Cool, cool, Michael. Michael Schirn. Hä? Kann ich eigentlich irgendwo deine Familie sehen? Während ich hier... Oh, im Englischen heißt er Murphy. Murphy wäre auch ein cooler Name, tatsächlich. Murphy oder Norio, Japanisch, Spanisch Orson, Französisch Eddie und Italienisch Marcello. Sehr interessant, auf jeden Fall. Gut, aber hier steht nicht, mit wem er zusammen ist. Beziehungsweise wer seine Mutter ist oder so. Ja, mach mal jene bitte. Ist irgendwas mit Michael Reeves? Oder ist das der YouTuber? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Muss auf jeden Fall gleich nochmal die Küche sauber machen. Ich habe gestern schon gespült. Deswegen ist da nicht allzu viel. Ja. Sonst gibt's eigentlich nichts Neues tatsächlich. Haben wir heute Mittwoch oder? Nee, ne? Heute ist, glaube ich, Dienstag. Ja. Ja, laber mal hier weiter. Ich weiß, ich verschwende wahrscheinlich mit dir eh die Zeit, ne? Aber mal gucken. Mal gucken. Oh, die anderen Camper. Okay. Ach, heute Abend kommt auch, was ich auf jeden Fall spielen werde, aber nicht aufnehmen werde, das neue Archiv von Dead by Daylight. Deswegen habe ich jetzt die letzten paar Wochen echt gar nichts gespielt. Okay, ich muss hier weiter A drücken. Okay, cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann kann ich endlich wieder Dead by Daylight suchen. Weil in den letzten zwei Wochen gab es irgendwie keine... Also gab es keine guten Belohnungen für Aufgaben. Also nicht diese Charts. Für den Battle Pass, so gesehen. Wo ich mir den Battle Pass eh nicht gekauft habe, aber... Mal schauen. Sagt niemals nie. Sagt niemals nie. Ich gehe gerade Twitter und so durch. Sonst könnt ihr auch irgendwann mal mit Ask-Fragen wieder anfangen. Ja, komm, lass dich hier. Tolle Idee. Eine große Entscheidung. Überlassen wir sie einfach gewatter Zufall und spielen ein Spiel, wenn du gewinnst. Okay, klasse Idee. Ich nehme jetzt Karo. Ich nehme jetzt Karo, Leute. Ich nehme jetzt Karo. Ach, rot oder schwarz? Pick. Oh. Mann, ey. Schade, ey. Habe ich hier eigentlich Ask noch auf meinem Handy? Hey Siri, öffne Ask. Oh. Ich hab die gar nicht. Oh. Oh. Dachte ich, hätte die App. Habe ich die irgendwann gelöscht? Interessant. Ask. Du Ask. Da. Hä, ich hab die. Oh, ich hätte bestimmt Ask FM sagen müssen. Okay. Bleib zu Hause, hab Spaß. Ja, ich hab auch Spaß. Moritz. Danke.
So. Oh. Oh Gott. Wieso habe ich denn so viele Fragen? Ist mein Arst-Link in meiner Videobeschreibung? Nee, ne? Glaub nicht. Jetzt habe ich ja irgendwie alles kaputt gemacht. Nee. Matze, Knödel oder Kugel? Weiß nicht, ich verstehe die Frage nicht. Heute gibt es mal eine Wusstest-du-Frage. Wusstest du, dass Napoleon seine Schlachtpläne in einem Sandkasten entwarf? Nee, jetzt weiß ich's aber. Danke, danke. Ist der Ruf einer Person heutzutage wichtig? Alter. Ich will dich als Freundin, damit ich dich verlassen kann. What the fuck? Würdest du dein Kind so erziehen, wie deine Eltern dich erzogen haben? Meine Eltern waren relativ früh geschieden. Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich würde den... okay, wieder ein Späßchen. Ich muss gerade echt überlegen, würde ich... Ich glaube... Ich würde mein Kind tatsächlich etwas mehr verwöhnen. Glaube ich. Diesmal nehme ich Karo. Karo. Die Farbe ist Pink. Okay. Boah. Ich finde, die Frage ist echt schwer. Aber ich, vielleicht schon, vielleicht nicht. Weiß nicht. Bei mir gab es halt früher immer... Lecker, lecker essen, wirklich lecker. Pommes, oh, ich habe fast jeden Tag Pommes gegessen. Aber auch, weil ich es wollte. Und ich den Rest nie gegessen habe. Da war ich echt sehr, sehr hartnäckig. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich würde sagen, meine Eltern haben nicht allzu viel falsch gemacht. Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht ein wenig. Ne, wäre strenger. Also ich glaube, ich könnte nicht allzu streng sein. Nee, ich glaube nicht. Na. Ja, komm, jetzt zieh hier hin, ey. Ich habe keinen Bock mehr hier. Ernst Kleiner ist gar kein übler Gedanke, mein Hinterteil hier niederzulassen, muss aber trotzdem absagen. Alter, Junge. Oh, ich... Mann. So, finde ich noch eine Frage. Heißer Verkauf, nee, ich kaufe hier nichts. Sorry. Was ist euch wichtiger, Aussehen oder Charakter? Beides. So. Ich glaube Charakter. Am liebsten jemanden, der Harry Potter liebt, wie ich. Und das war dann. Ich habe vor etwa einem Jahr hier geantwortet. What? Als ob ich hier früher was geantwortet habe. Oh mein Gott. Wenn ich die Fragen hier lese. Oh mein Gott. Zu Freunden, ey. Komm, jetzt zieh hier hin. Ja, ja, komm. Klasse Idee. Den hier eigentlich noch? Mache ich später. Okay. Dann her. Her damit. So, Karte ist gezogen. Ich nehme Rot. Alter. Mann. Okay, ich laber dich weiter an. Ha. Mann. Könntest du eventuell mal Anno 2070 Let's Playen? Würde mich richtig freuen. Nee. Anno ist... Wäre wahrscheinlich schon was für mich. Aber... Ja, weiß nicht. Weiß nicht. Keine Ahnung. Community-Projekt. Würde ja gerne mitspielen. Kannst mich jederzeit anschreiben. Wir können auch mal wieder Minecraft bringen. Und ich habe hier schon wieder verkackt. Ich nehme gleich Pick, ne? Ich raste die aus.
Was lieber, Katzen oder Hunde? Ich persönlich Hunde, hab aber nichts gegen Katzen. Ich hatte damals selber zwei Katzen. Drei Katzen sogar. Niki, Aladdin und Simba. Und mein Hund hieß Timon. Ja, Disney-Namen waren in. Jetzt will ich meine Katze auf jeden Fall Chihiro nennen. Und meinen Hund Paku. So. Irgendwann bekomme ich wieder einen Hund, Leute. Mann. Bild, wenn ich euch küsst. Was, wenn ihr euch küsst? Nein. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um perfekt ausgeschlafen zu sein? Ich würde sagen 7. Oh, er hat sich bewegt. Was war das denn? Ich würde, glaube ich, 7 sein. Sagen, genau. Heute waren es auch ungefähr 7. 7 und 10 Minuten, glaube ich. So. Du bist ein richtig ignoranter YouTuber geworden. Okay, dann ignoriere ich dich jetzt. Ja, bitteschön. Ach man, beweg dich doch nicht. Ich muss doch A spammen. Mann. Oh, mit wie vielen Jahren bist du das erste Mal mit YouTube in Kontakt gekommen? Oh. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, warte, ich überlege gerade, ob es Gronkh oder Zombie waren. Ich glaube, das waren nämlich so meine zwei ersten YouTuber tatsächlich. Dann kam irgendwann German Let's Play. Dann irgendwie bin ich dann auf PietSmiet rübergekommen. Und dann bin ich auf Dena, glaube ich. Oder Dena schon vorher? Ich weiß nicht, Dena war auf jeden Fall früher einer meiner Lieblings-YouTuber mit Zombie zusammen. Aber mittlerweile nicht mehr. Ja, boah, wann war denn das Megaprojekt? Auf jeden Fall war es noch vor dem Megaprojekt. Müsste ich ja eigentlich nur nachschauen, wann ich meinen Kanal erstellt habe, oder? Also meinen anderen Kanal. YouTube. Kann ich das hier irgendwo nachschauen? Konto wechseln. Oh, welche E-Mail-Adresse war das? Ah, hier. Gut, ich guck mal nach. Und? Mein Kanal. Steht das hier vielleicht irgendwo drauf? Ich würde gern wissen, ob es hier irgendwo drauf steht. Oh, Bladius habe ich auch noch. Okay. Ich wüsste gerade nicht so richtig, wo das jetzt steht. Aber auf jeden Fall, ich guck mal eben, wann der hier Videos gemacht hat. Bladius, vor 4 Jahren. Okay. Aber da habe ich ihn, glaube ich, nicht mehr geschaut. Ich guck mal eben bei seinen Playlist-Videos an. Was habe ich denn bei ihm geschaut? Ich glaube, ich habe bei ihm. Ne, davon habe ich doch gar nichts von dem geschaut, meine ich. Bladius. Ich guck mal eben ganz kurz hier durch. Weißt du da vielleicht. Ja, ich wüsste da was. Sag bloß, das ist aber nicht zufällig. Ach nee, okay, er will nur Edde rausziehen lassen. Schade. Schade, Schokolade. Ah, ich glaube, das war Zeus Silber oder noch davor. Es könnte auch das hier gewesen sein. Ich guck mal ganz kurz, wann das Video rauskam. Das kam vor 7 Jahren raus. Also sagen wir so 8, 9 Jahre. Könnte vielleicht hinhauen. Könnte vielleicht hinhauen, tatsächlich. Lieber nicht, sorry. Ja, tut mir leid, aber Edde ist mein Edde, ja? Naja, Leute, ich würde dann sagen, das war's für heute. Morgen kommt dann Ninjalo, morgens früh irgendwann. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Kamito, haut rein und ciao.